Heute haben wir jemand ganz Besonderes am Mikrofon. Saho Kobayashi, Journalistin aus Japan. Du verfolgst den ganzen Skisprung-Weltcup, bist immer dabei. Saho, wie bist du denn überhaupt zum Skispringen gekommen? Also, als Austauschstudentin an der Berlin studiert hat, dann damals gab es in Deutschland einen großen Skispringen-Boom wegen Matti Schmidt und Hannemann. Und da habe ich einmal Skispringen geschaut. Da habe ich, gefunden, das ist super. Ja, aber dann fandest du das super. Und dann hast du, Journalistik studiert oder was hast du studiert? Oder? Nein, das ist nur Zufall. Das ist Zufall, dass ich mit Skispringen zu arbeiten. Also früher habe ich als Fußballleiter in Deutschland gearbeitet und dann irgendwann ich habe bemerkt, dass ich also ich war ein großer Fan von Anders Goldberger, und dann nach dem Rücktritt von Andy Goldberger habe ich Lust verloren mit Skispringen, aber als ich Vierschanzenturnier 2008 und 2009 in Japan vor dem Fernsehen gefolgt hat, dann bekomme ich wieder Feuer an Skispringen. Und ich habe meiner Redaktion gesagt, dass ich will auch Skispringen berichten. Ja, das war 2009. Und jetzt bist du für die größte oder eine der größten japanischen Sportagenturen in Europa den ganzen Winter unterwegs und berichtest über die japanischen Skispringer. Ja. Ja. Okay, und wer sind die Besten? Und so ganz gut, ganz vorne sind sie nicht dabei, der Taku und die anderen. Was ist denn los gerade? Das wollte ich wissen. Ja, aber du bist auch dabei, wenn sie nicht so ganz vorne da sind. Deswegen berichtet ihr trotzdem. Ist egal? Ist eigentlich ist egal. Aber wenn japanische Mannschaft gute Ergebnisse bringen könnten, dann wäre es besser. Wäre schon besser. Ja. Und jetzt schauen wir die Weltmeisterschaft. Da habt ihr eine Medaillenchance, das japanische Team, oder? Ich denke, wir haben eine große Chance an der Mixed-Skispringen. Aber Mannschaftsskispringen hoffen wir auch einen Podestplatz. Okay, das hoffen wir auch. Sau, alles Gute hier in Klingenthal und dann spätestens bis in Val di Fiemme wieder. Ciao. Dankeschön. Danke.